Diese Aufgabe muss man ganz vorsichtig machen, sonst macht man nämlich Fehler. Aber es geht grundsätzlich erstmal darum, dass man hier die Vor- und Nachfolgezahl in der Tabelle eben ergänzen soll. Wir haben hier als Zahl in der mittleren Zeile eine vorgegeben, und zwar eine Zahl aus dem Dualsystem, also aus dem Zweiersystem. Erst einmal sollten wir jetzt also herausfinden, um welche Zahl es sich hier jeweils handelt, damit wir dann probieren können, eben eine Zahl davor und danach zu finden. Das machen wir jetzt einmal so, dass wir die erste Spalte überprüfen und dann in der zweiten Spalte das mal selber durchführen. Also die erste Spalte. Wenn man jetzt hier dieses Ergebnis aus der ersten Spalte hier unten in diese Dualzeile mal einträgt, dann hat man hier eine 1, hier hat man eine 0 und hier eine 1 und eine 1. Das heißt, wir haben 1 mal 8 plus 1 mal 4 plus 0 mal 2 plus 1 mal 1. Ist also gleich 8 und 4 sind 12. Und hier noch die 1x1 ist 1, also 12 plus 1 ist 13. So, das heißt, diese Zahl hier ist die 13 und wir bräuchten jetzt also hier den Vorgänger, die 12, und hier den Nachfolger, die 14. Und jetzt müssen wir auch noch überprüfen, ob eben das jetzt hier auch die richtigen Zahlen sind. So, denken wir uns das doch mal da rein, in diese Tabelle. Wir haben jetzt hier die 1, die 1, die 0 und die 0. Das heißt, die vierte, also diese vier Ziffern hier, würde man hier auch eintragen. Die vorderste 1 ist also eine 8, die danach die 1 in der 4, das ist also 8 und 4 ist 12 und danach kommen nur noch 0, also 12. Passt also. Jetzt diese vier Ziffern hier übertragen in diese Tabelle im Kopf. Die links außen 1 hier in die 8, dann die 1 in die 4, dann die 1 in die 2 und die 0 in die 1. Das heißt, wir haben 8 plus 4 plus 2, sind also 8 plus 4 sind 12 plus 2 sind 14, sind also 14. Passt, ist also korrekt. So, jetzt gehen wir das hier nochmal in der Systematik durch. Wir haben also hier eine Zahl 1101. Wenn man jetzt hier hinten eine Zahl zurückgeht, dann muss aus dieser rechten 1 hier eine 0 werden. Genau das ist hier auch passiert. Wenn man aber eine Zahl vorgeht, dann muss aus dieser rechten 1 hier, die muss eine Einheit nach vorne wandern. Das heißt, die 0 daneben muss zur 1 werden und die 1 ursprünglich wird zur 0. Genau das ist hier auch passiert. Probieren wir einfach das mal mit der Systematik hier in der nächsten Spalte. Also, wenn man jetzt hier in dieser zweiten Spalte hier sich die 10011 nimmt, dann müsste man bei dem Vorgänger hier eine 1 hinten weglassen. Also 10010. Und bei dem Nachfolger müsste man, weil man ja hier zwei Einsen hat und es quasi von rechts gesehen beide Ziffern hier mit einer 1 ausgefüllt ist, müsste man die 1 ein nach vorne wandern lassen und aus den beiden Einsen werden hier Nullen. Ob das richtig ist, müssen wir jetzt aber eben nochmal überprüfen. Und dafür mache ich dir hier nochmal die Tabelle neu. So, jetzt hier für die zweite Spalte drei frische Tabellen. Erst einmal die Zahl, die hier in der Mitte steht. Was ist das überhaupt für eine Zahl? Tragen wir mal ein. Und zwar von rechts außen mit der 1 angefangen nach links. Also 1, 1, 0, 0, 1. Das ist unsere Zahl. Jetzt kommt der Vorgänger. 1, 0, 0, 1, 0, auch wieder von rechts abgetragen. Also 0, 1, 0, 0, 1. Und jetzt unser Nachfolger, das ist 1, 0, 1, 0, 0. Du siehst, mit ein bisschen Übung kann man das dann auch gleich so eintragen. Jetzt überlegen wir uns erstmal, was das hier für eine Zahl ist. Können wir im Kopf. Einmal die 16 ist 16, einmal die 2 ist 2, also 16 und 2 sind 18 und die 1 ist 19. Unsere Zahl, um die es geht, ist also die 19. Ist die Zahl, die sozusagen davor kommen sollte, müsste 18 sein. Können wir hier schon mal eintragen, überprüfen wir aber nochmal. 16, also einmal, ist 16. Einmal die 2 ist 2, 16 und 2 sind 18. Mehr kommen nicht dazu, passt also. Und die Zahl, die nach der 19 kommt, müsste ja dann eigentlich die 20 sein. Also, einmal 16 ist 16, einmal 4 ist 4,
Also 16 und 4 sind 20, mehr kommt nicht dazu, passt. Können wir also abhaken und können sagen, die zweite Spalte passt auf jeden Fall so. Jetzt schauen wir auf die dritte Spalte und dafür mache ich dir hier auch nochmal neue Tabellen. So, da fangen wir jetzt auch wieder erst einmal mit der 1111 an. Und die tragen wir uns jetzt hier in unsere erste Tabelle ein. Auch wieder von rechts nach links. Dadurch, dass das jetzt hier nur Einsen sind, müssen wir genau aufpassen, dass wir nicht so viele Einsen abtragen. Wir haben hier 5 Einsen, also erste 1, zweite 1, dritte 1, vierte 1, fünfte 1. Und jetzt rechnen wir das alles zusammen. 16 und 8 sind 24 und 4 sind 28 und 2 sind 30 und 1 sind 31. So, das ist unsere Zahl. Wir brauchen jetzt aber noch einen Vorgänger. Das müsste ja dann die 30 sein. Und wir brauchen noch einen Nachfolger. Das müsste jetzt hier die 32 sein. Wenn alle Ziffern belegt sind, dann muss man eine neue Zahl hier vorne aufmachen. Und alles andere müssen Nullen sein. Hier sind alle Einsen belegt. Und wir brauchen jetzt eben die Nachfolgezahl. Mit der fangen wir jetzt einfach mal an. Und dafür tragen wir jetzt hier quasi eine neue Ziffer ab und alles andere sind Nullen. Und du siehst schon, das passt wunderbar, weil nämlich die 1 hier vorne genau 32 ergibt und wir brauchen nichts mehr anderes. Super. Wenn wir jetzt aber eben den Vorgänger suchen und wir haben überall Einsen, dann schreiben wir auch wieder fast überall Einsen hin, bis auf in der letzten Stelle, da schreiben wir eine 0 hin, denn wir ziehen ja dann quasi einfach nur 1 ab. Wir haben also die 16, die 8, die 4 und die 2. Und das ergibt ja alleine schon 30. 16 und 4 ist 20 und 8 und 2 sind nochmal 10, also 20 und 10 sind 30. Wir brauchen also die 1 hier zu 31 nicht mehr und somit haben wir das hier jetzt auch fertig. Also Vorgänger 1, 1, 1, 1, 0 und Nachfolger eine neue Ziffer und ansonsten nur 0 und zwar 5 Stück. So, nochmal überprüfen. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Jo, das passt. Ja, und hier hinten hat man jetzt 1, 0, 0. Das ist ja quasi eine, wenn man sich das hier mal so reindenkt, eine 4, keine 2 und keine 1. Also das ist einfach nur eine 4. Und wir wollen jetzt auf 5 hoch. Das heißt, wir brauchen zu der 4 noch eine 1. Also brauchen wir hier eine 1, 0, 1. Das ist also 4, keine 2 und eine 1 ist also insgesamt 5. Und wir brauchen hier noch einen Vorgänger, das ist eine 3. Für eine 3 brauche ich nicht so viele Stellen wie hier, sondern für eine 3 brauche ich nur eine 1 und eine 2. Also ich brauche insgesamt hier eine 1, 1. Das ist nämlich die 3, weil einmal die 2 und einmal die 1 ist zusammen 3. Du siehst, es ist nicht so schwer, aber es braucht ein bisschen Übung. Aber wenn du die Übung hast, dann läuft das wunderbar. Geht aber mit großen Zahlen man relativ schnell die Übersicht verliert und dass es auch recht schwer ist. Also schauen wir mal auf unsere Situation. Wenn man wirklich jede Zahl vom Zweiersystem in das Zehnersystem umrechnen kann, welche Zahl steckt dann hinter einer Reihe von 8 Einsen, die Steffen ist? Jonas sagt, am besten wir erstellen wieder eine.